Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hört hier mit Christian und mit meiner einer. Richtig. Ja. Wer hat heute Geburtstag? Kool Savas. Am 10. Februar? Am 10. Februar hat Kool Savas Geburtstag. Februar. Jahrgang 75 ist er. Mein Musik ist es jetzt nicht so. Ich folge bei Twitter ihm aber. Echt? Mit Twitter? Ja. Weißt du warum? Weißt du warum? Warum? Als damals Gauland die Geschichte mit Boateng will man nicht als Nachbarn haben, ja, und so weiter und so fort. Und dann hat es medial, ne, und die AfD und was da alles in Medien war. Und dann hatte die Frauke Petri damals noch für die AfD gesagt, ach hier, der Gauland, der meint das gar nicht. Wir finden den Boateng ja auch toll und so weiter. Ne, hat das so getwittert. Und Kool Savas hat drunter geschrieben, du bist so sexy, wenn du lügst. Und das fand ich so geil. Da hab ich gesagt, dafür hat er sich Follower mehr verdient. Ja. Und seitdem folge ich Kool Savas. Aber meine Musik ist es nicht wirklich so. Nee. Ja. Aber am 10. Februar 2006 ist in Turin, sind die Olympischen Winterspiele eröffnet worden. 20. Das Logo? 20. Olympischen Winterspiele in Turin. Schön. Ja. Und da hat Deutschland 11 Goldmedaillen, 12 Silbermedaillen und 6 Bronzemedaillen. Wo haben die erreicht? Nicht schlecht. War nett. War gut, ne? Ja, das war am 10. Februar, da ging das los. 10. Februar 1990. Haben sich der Mikhail Gorbatschow, da ist er hier, da ist er, der Mikhail mit dem Fleck, mit dem markanten Fleck hier, ja, oben, ne? Mikhail Gorbatschow und Helmut Kohl getroffen. Und dort hat Mikhail Gorbatschow zu Helmut gesagt, Helmut, über den Zusammenschluss der DDR und Deutschland sollen die Deutschen selbst entscheiden. Da, an dem Tag hat er, hat er gesagt, hier, ihr sollt selbst über die Wiedervereinigung entscheiden. Also heute am 10. Februar hat er das gesagt. Genau. Halt 1990. Aber der hat er auf Russisch gesagt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, und der Übersetzer hat es dann dem Helmut Kohl auf Deutsch gesagt. Hat er so die Hand aufgelegt? Ja, ich glaube schon. Also ich stand ja daneben. Ich war in der Delegation von Helmut Kohl dabei. Und das war halt bei Michael, oder wie Freunde ihn nennen, Michel. Welchem Jahr war das? 1990. 1990, da warst du 12. Richtig. Ja, ich war der Jugendbotschafter. Jugendbotschafter. Und seitdem ist der Herr Gorbatschow auch der Michel. Und der hat immer die Angewohnheit gehabt, so zu machen. Lügenminister warst du. Jugendminister. Ja. Jugendminister. Was haben wir heute alles gelernt am 10. Februar? Es wurde beschlossen, dass die Deutschen sich selbst kümmern sollen. Richtig, ja, um die Wiedervereinigung. Und die Italiener haben mit Winterspiel angefangen. Genau, und Kool Savas ist Geburtstagskind. Am 10. Februar. Und du folgst Kool Savas auf Twitter, das haben wir auch gelernt. Weil er die AfD gedisst hat, und das finde ich gut. Cheerio, Sophie, bis morgen. Gute.